So, moin zusammen. Neuer Tag, neuer Shop. Ich habe noch keine Ahnung, was drin ist. Beziehungsweise ich weiß schon, was drin ist, aber nur der hauptneue Skin. So, dann kurz in eigener Geschichte. Wie gesagt, uns fehlen jetzt schon wieder nur noch 4 Abonnenten. Dann wird schon die dritte Zahl bekannt gegeben vom PaySafe-Code. Heißt also, wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt abonnieren, wenn du mich schon öfters gesehen hast oder dir das Ganze an sich so gut gefällt. Allen, alle anderen halt wie gesagt gerne ein Like da lassen, Kommentar nicht vergessen. Und wie gesagt, ich kann an der Stelle immer wieder nur Danke sagen für die ganze Resonanz. Macht halt echt Spaß das Ganze. Und wundert euch nicht, guckt jetzt schon öfters vorbei, weil Rettet die Welt werde ich jetzt erstmal ein bisschen hinten dran lassen und werde ein bisschen mehr FIFA spielen, weil es ist einfach eine alte Liebe. Man merkt direkt schon wieder, das Spiel macht mir ultra Spaß. Aber da werde ich halt nicht so viele Videos machen wie in Fortnite, sondern ganz dezent. Das werde ich wahrscheinlich dann eher nur in Livestreams machen, weil es macht einfach Spaß. So, jetzt gehen wir mal rein in den Shop. So. Dann. Das ist gerade. Ich dachte, das wäre ein neuer Skin. Ist der jetzt neu oder nicht? Hatten wir den schon mal? Auf jeden Fall Torguton mit Spitzhacke. Oh wei. Oh, da hätten sie doch ein Alien-Geräusch hinmachen können. Das ist mal ein Skin, der passt in meinen Augen überhaupt nicht in Fortnite rein. Absolut nicht. Ich meine, hätten wir jetzt wie damals bei, wie war das nochmal, oh, wo die Wirbel waren. Oh, wie hieß denn die Stadt jetzt nochmal? Wir haben so viele Stadtnamen, dass man die ruckzuck schon wieder vergisst. Auf jeden Fall die ganz rechts war. Das war so ein bisschen in die außerirdischen Richtung hin oder zukunftsmäßig. Da hätte das Skin reingepasst. Aber jetzt zur Batman-Zeit, naja. So, immer noch der Kleider da. Ich sage ja, schlecht ist er nicht, aber wäre mir persönlich jetzt keine 1200 V-Bucks wert. Dann haben wir hier noch das komplette Set, was die Catwoman betrifft. Einmal mit Maske vor den Augen, einmal nicht. So, dann das Rückenaccessoire. Ja gut, das Rückenaccessoire kann man schon benutzen für mehrere Skins, finde ich. Also das geht klar. So, dann die Katzenkrallen. Ich weiß gar nicht. Ja doch, ist ein Erntewerkzeug. Wie das aussieht. Es hat schon was irgendwo, weil es halt nicht so typische Spitzhacke ist. So, dann. Ne, da fehlt noch was. Dann haben wir natürlich noch den Peitschenhieb. Aber wie gesagt, es passt in meinen Augen nur für Catwoman. So, dann haben wir. Genau. Es gibt Wörter, die. Ich weiß nicht, Fortnite schafft das. Warte mal, ich mach den Ton mal gerade aus. Das Wort zu lesen. Extraterrestrial. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen älter, aber es gibt immer noch Wörter, wo man denkt, hä? Wenn man auf den ersten Blick da drauf guckt, was soll das für ein Wort sein? So, dann haben wir den Code, die Kommando wieder drin. Ich sage ja 0815 Skin. Brauchen wir nicht drüber reden. Ich sage ja, die flashen mich 0. So, dann die DC-Musik. Habe ich ja gekauft. Weil ich weiß, ich finde die Musik einfach geil. Verbindet natürlich auch ein bisschen was mit meiner Kindheit. Von daher habe ich ja gesagt, wenn eine gute Musik kommt, kaufe ich die. Dann haben wir natürlich das Bat-Signal auch gekauft. Ich finde es einfach episch. Wenn ich es jetzt noch mal sehe, einen Tag später, ist es immer noch episch. So, dann haben wir zwei neue Emotes drin. Einmal Team Weltall. Was wollen die jetzt mit ihrem Weltall? Season 11. Weltall? Fragezeichen. So, und noch ein Emote. Da wird mich mal interessieren. Rennt er damit angezogene Handbremse oder rennt er richtig schnell? Schreibt mal in die Kommentare, wenn einer den gekauft hat, rennt er dann schneller
oder rennt ihr quasi mit angezogener Handbremse? So wie jetzt halt quasi, ihr kommt nicht vorwärts. Das würde mich halt echt mal interessieren. Aber sieht natürlich schon, das hat irgendwie was. So, dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Wie gesagt, gebt nicht zu viel Geld aus. Denkt dran, ihr habt davon keine Vorteile oder sonst was. Ist alles nur optisch. In dem Sinne würde ich sagen, schönen Sonntag noch. Wie gesagt, ich denke mal, gleich werde ich den Livestream starten in FIFA. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.